Ich glaube, wir sind jetzt doch eine gute halbe Stunde nach Spielschluss. Die Enttäuschung ist gesagt ein Stück weit. Wenn du auf die Saison zurückblickst, Mike, es war trotz der Finalniederlage eine richtig, richtig, richtig gute Saison für die Mannschaft, oder? Ja, ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Ich glaube, wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. In den letzten Jahren in Mannheim hat das nicht so hingehauen, wie die Zuschauer das erwarten, wie der Habte sich das vorstellt. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt, die eigentlich alles gegeben haben, auch heute. Auch im Rückstand haben sie nochmal versucht, das Ding so umzubiegen. Und leider sind wir ein bisschen kurz vor dem Ziel in Stolpern gekommen und haben es leider nicht in den großen Wurf für uns entscheiden können. Aber man muss anerkennen, dass Berlin ist amtierender Meister. Die haben Leute, die in den letzten Jahren öfters das gewonnen haben. Das ist eine Prozedur. Bevor sie gewonnen haben, haben sie auch im Finale verloren, im Halbfinale. Und die wissen, wie es geht. Und auch den 3-Tore-Rückstand haben sie aufgeholt in Mannheim. Und muss man anerkennen, ihre Leistung auch. Der Thiel hat zu mir gesagt, man muss aus Fehlern lernen und man kann aus Fehlern lernen. Der Fehler dieser Finalserie, der liegt 2 Tage, glaube ich, zurück. Mit einer 5-2-Führung muss man so machen. Kein Thema. Wir haben versucht, das wegzustecken und heute auf den Spiel zu konzentrieren. Ich glaube, das haben wir teilweise gut gemacht, aber ja, sicherlich 5-2-Führung. Das sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob manche schon beim Jubeln, also den Titel schon, aber Berlin hat nicht aufgehört und wir haben viel zu viele individuelle und leichte Fehler gemacht. Und wie gesagt, das ist gegen den Meister musst du auf der Hut sein, 60 Minuten oder noch länger. Und das hat uns arg in den Arsch gebissen. Du hast letzten Freitag zu mir gesagt, du hast noch nie eine Mannschaft trainiert oder eine Mannschaft mitgespielt, die so eine klasse Kameradschaft hat. Die Kameradschaft trotz einer Niederlage bleibt bestehen, dieser Mannschaft? Absolut. Also was erwachsene Männer heulen sehen willst, dann musst du noch in die Kabine reingehen. Also die haben alles gegeben und die Kameradschaft ist intakt. Die haben jeder für den anderen gefeiert. Niemand hat jemanden einen Vorwurf gemacht nach dem verlorenen vierten Spiel zu Hause. Und auch als sie den dritten Tor heute geschossen haben, auf der Bank war immer noch, auf geht's, packen wir's noch, Schuss aufs Tor. Und es ist ein klasse Typ da. Erste Saison eigentlich zusammen und Berlin hat vielleicht den Vorteil, dass die schon ein paar Jahre, die haben auch neue Spieler dazugeholt, aber der Kern der Gruppe ist dasselbe über die letzten Jahre und ich glaube, das war der Unterschied. Die haben die Erfahrung in der Finale und wir haben viele, viele Leute in unserer Reihe, die zum ersten Mal in der Finale stehen. Das war vielleicht ausschlaggebend. Ronny, du hast in den vielen Jahren schon vieles mitgemacht, aber ich kann mir vorstellen, diese Finalserie ist an die Nerven gegangen, auch bei den Spielern. Ja klar, wir waren sehr nah dran zu Hause und heute, glaube ich, waren wir weite Strecken auch zumindest ebenbürtig, ich glaube sogar vielleicht sogar ein bisschen besser und Berlin hat es halt wieder geschafft, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Wie ist denn die Stimmung gedrückt in der Kabine? Ja klar, jeder ist niedergeschlagen, deprimiert, traurig. Aber ich glaube, im Endeffekt können wir trotzdem stolz auf uns sein, was wir geleistet haben. Wir hatten zwar ein paar Höhen und Tiefen in der Saison, aber wir haben zumindest von Spielerauffassung immer 100% gegeben. Das ist, glaube ich, wo es drauf ankommt. Du hast ja jetzt auch ein paar Jahre miterlebt, wo es nicht so lief. Im Vergleich dazu muss diese Saison dir persönlich auch gut getan haben, oder? Ja klar, wir haben Charaktere, es sind Charaktere zu dem Team gestoßen, die den Verein identifizieren und die problemlos sich integriert haben. Und das hat man vom Tag 1 gemerkt und das ist so gewachsen. Und deswegen sind wir, was jetzt gerade umso schlimmer, umso trauriger, die ganze Situation. Wird man den Sonntag so schnell aus dem Kopf rauskriegen als Spieler, wo man relativ nah dran war? Ich glaube schon, weil ich glaube, heute waren wir die bessere Mannschaft. Das ist, glaube ich, stimmt, heute ist ja Dienstag. Sonntag, ja, das Heimspiel, ja, das, wie gesagt, war, glaube ich, der Knackpunkt. Thiel, wenn man hier steht, ein solches Spiel abgeliefert hat und hört dann da draußen die Berliner Fans tanzen und die Mannschaft feiern, wie weh tut das? Ja, das tut richtig weh. Aber ich glaube, wir sollen das annehmen. Ist richtig, wir waren nah dran, aber der Unterschied zwischen zweiter und erster Platz ist,
ist eng, ist klein. Und die Berliner haben am Ende, wenn die das gebraucht haben, die haben die Wege gefunden. Und wir waren nah dran, aber das hat leider nicht geklappt. Thiel, wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir Vizemeister werden, dann hätten wir alle dieses genommen. Du auch, oder? Ja, wir haben vor der Saison, wir wollen etwas ändern. Das haben wir getan mit neuen Spielern und einer oder andere unbekannte Spieler nach Mannheim geholt. Die haben auch sehr, sehr hungrig gespielt über die 9 Monate. Und jeder hat seinen Job gemacht. Das ist, was wir müssen sehen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und man spricht immer öfters im Playoffs über Erfahrung. Und manchmal du brauchst erstmal die negative Erfahrung zu sammeln und zu sehen, was man genau braucht, das Pott zu holen. Das ist der schwerste Titel, das gibt in Deutschland, aus meiner Sicht. Die Spieler haben alles gegeben und das ist alles, was wir als freundlich fragen könntest von dem Spieler. Und wir haben eine ganz tolle Gruppe und wir haben auch ein oder andere sehr junge Spieler dabei und war das erste Mal für die eine Finale. Und wir versuchen nächstes Jahr wieder hinzugehen. Und der Miroff, du hingehst zum Finale, das große die Chancen sind, dass du einen Pott wieder nach Mannheim bringst. Man kann nach so einem Spiel natürlich jetzt nicht unbedingt zurückschauen auf Sonntag, aber der Sonntag liegt im Magen und wird eine ganze Weile im Magen liegen bleiben, bei uns allen, glaube ich. Ja, yeah. Ehrlich, da kannst du solche Spiele nicht abhaken. Das wird hängen, das wird auch... bei die nächste Spiel in Mannheim, das wird immer da. Die einzige Chance, was wir haben, ist das wirklich wieder eine Meisterschaft zu holen, weil wir haben eine fast geholt, like fast in beide Hände gehabt und ein paar Fehler gemacht, aber das ist auch von Berlin. Es ist kein Geheimnis, ich mache die Eisbären nicht so gerne. Und das ist auch ein Kompliment für den ganzen Verein. Aber die haben uns gezeigt, nach dem Rückstand wirklich alles zu geben. Und die haben 100% alles gegeben. Und wir waren schockiert und die haben die Chancen ausgenutzt. Und das ist definitiv ein Grund. 14 Playoff-Spiele, 14 Sport-Extras und wir hätten gerne mit den Bildern von feiernden Adlern diese Sondersendungen beendet. Ich darf mich dennoch bedanken fürs Zusehen. Eishockey geht jetzt in die Sommerpause. Und die haben sich alle verdient.